Empört gab sich der russische UN-Botschafter, als er vor die Presse trat. Zuvor hatte er die Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates verlassen, als seine amerikanische Amtskollegin eintraf. Und er erhob schwere Vorwürfe. Die USA wollten die nächste Stufe der Waffenruhe boykottieren, die am Montag in Kraft treten soll. Den gemeinsamen Kampf gegen islamistische Terrororganisationen. Es ist vielsagend und meiner Meinung nach kein Zufall, dass das passiert ist. Nur zwei Tage, bevor die russisch-amerikanische Vereinbarung in Kraft treten sollte. Eine Vereinbarung, über die wir sehr lange verhandelt haben. Die USA räumten den Angriff ein. Allerdings handle es sich um einen Irrtum. Das eigentliche Ziel sei eine Stellung des sogenannten Islamischen Staats gewesen. Man bedauere den Vorfall, sagte die amerikanische UN-Botschafterin. Für das Verhalten Russlands fand sie allerdings scharfe Worte. Selbst für russische Verhältnisse ist der Werbegag von heute eine Aktion voller Selbstdarstellung und Moralismus, einzigartig zynisch und verlogen. Die USA werfen Russland außerdem vor, Hilfslieferungen zu blockieren. Seit Tagen schon warten Konvois mit dringend benötigten Lebensmitteln und Medikamenten an der türkisch-syrischen Grenze. Laut UN fehlt die Genehmigung Präsident Assads. Nach nur 5 Tagen bröckelt nun also die Waffenruhe und mit ihr die Hoffnung der Bevölkerung auf Hilfe.